Hallo! Hallo Leute, ich bin's, der Opa, der Busfahrer. Wir sind heute wieder unterwegs und sammeln das Geld. Hier liegt überall Geld auf der Straße. Ich habe einen neuen Bus, mit dem wir fahren. Erstmal das Geld sammeln. Ja, und hier müssen wir rein. Das ist mein Parkplatz. Ja. Jawohl, guckt euch das an. 2000 Euro während der Fahrt gemacht. Das macht kein anderer. Busparking 3D, was passiert jetzt? Was ist das? Oh, oh Gott, hier hat jemand einen Unfall gebaut. Was geschieht hier? Hier ist ein Unfall. Sanitäter. Oh, Geld. Ich kaufe mir damit eine Playstation. Ah, ich muss daneben. Das ist ein Hauptschuhparkplatz. Ich will auf den VIP-Parkplatz parken. Ah, ich will ordentlich, denn der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Ja, immer bei mir muss der Fall sein. Ja, genau, 3150 Euro. Das macht nicht jeder. Hallo Kinder, wir fahren wieder. Was passiert jetzt? Nee, wir fahren. Oh, heute die andere Richtung. Oh Gott. Wie rückwärts parken? Willst du mich verarschen? Das heißt, ich muss mich drehen. Das ist aber gar kein Problem. Rückwärts einparken. Das hatte ich schon mal in der Fahrschule. Schaut euch das an. Nicht mal meine Frau kann so gut einparken. Die fährt immer im Garten mit der Schubkarre. Und nicht mal da kann die richtig parken. Da! Sieht ihr den Bus links? Das war meine Frau! Die weiß nicht, was sie tut! Meine Frau ist verwirrt, deswegen parken ja alle so komisch. Die denkt sich nur, da muss ein Bus stehen und deswegen steht da jetzt einer. Sie lässt halt nicht mit sich reden, ne? Aber gar kein Problem. Zum Glück haben wir eine Ausbildung als Kioskangestellter in Zeitungshandel gemacht. Dass wir gut hier klarkommen. Junge, 2055 Euro. Nur fürs Einpacken. Da muss man schon talentiert sein. Jawohl. Was geschieht jetzt? Nee. Hey! Ich will nicht, dass mein Bus kaputt geht. Ich war früher Bergarbeiter, da gab es nicht so enge Stellen. Wie rückwärts einparken? Seine Mama will rückwärts einparken und zwar beim Sex. Wisst ihr, Kinder, ich kläre euch mal auf, wie ihr zur Welt kamt. Es gab mal einen bösen Busfahrer, der dachte sich so, ich muss neue Fahrgäste an Land bringen. Und schon ist es passiert, deine Mama saß ganz vorne und dann war es ja schon zu spät. Da musste sie auch schon ihre Busfahrkarte zeigen. Und schon warst du da. Genau 2000 Euro kostet der Spaß.
Ich möchte einmal nach Köln zur Hauptschule 399 hinten reinsetzen und anschnallen. Nee. Oh Gott. Wieso parken hier alle so kompliziert? Ich kann damit doch... Oh Gott, ich kann damit doch nicht umgehen. Ah. Zum Glück liegt hier Geld auf dem Boden. Sonst wüsste ich nicht, wo ich langfahren soll. Hallo, wer parkt denn bitte die Büsse so komisch? Warum macht ihr das? Mein Wagen ist gleich tot. Das ist ein ganz schön langer Weg zum Parkplatz. Hab noch 31 Leben. Gleich explodiere ich. Ich hab das im Gefühl. Links rein. Oh, ich hab noch ein Leben. Komm schon. Ja, Mann. Grüner Daumen heißt immer gut. Busparking 3D. Gibt's auch Spielhilfe? Link in der Beschreibung. Müsst ihr nur aufklappen und nachschauen. Außer ich hab vergessen, dann schreit mich nicht an, weil... Oh, wir dürfen den Parkplatz verlassen. Und hier, das Geld will ich auch haben, denn ich bin ein Jude. Ich sammle sowieso alles ein, was auf dem Boden ist. Denn ihr wisst ja, die Hauptschule, ihr Taschengeld, ihr Pausenbrot, alles liegt rückwärts einpacken. Das muss man mir ja auch vorher sagen. So, und jetzt einpacken. Das hatten wir doch alle schon in der Fahrschule. Fahrschule. Ja, 2 Sterne. So gut bin ich. Ich will nächste Level, bitte. Busparking 3D. Hallo. Der Job eines Busfahrers hat täglich neue Herausforderungen. Die Herausforderungen fangen schon am Parkplatz an. Denn die manche Leute wissen nicht, wie man parkt. Und deswegen ist manchmal Verkehr auf der Straße. Deswegen ist ja auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung am Parkplatz, am Bahnhof und so weiter nötig, damit nicht so viele Unfälle passieren. So, Leute. Ihr seht ja, wie das funktioniert, ne? Genau so läuft das. Genau so und nicht anders. Guckt euch das an, wie schnell wir sind. Ich muss besser einpacken. Gerade denn und 3 Sterne. Seht ihr das? 5.231 Euro. Damit könnt ihr schon einen Computer kaufen. Jetzt müsst ihr euch überlegen, welchen Job ihr später machen wollt. Eine Minute, 5.000 Euro. Das macht nicht jeder Job. Ich verdiene mehr als dein Leben. Ja? Okay, schauen wir mal zu. Wisst ihr, ich bin ja auch ein geübter Busfahrer, denn ich fahre ja auch die Kinder zur Schule. Und das sind keine normalen Kinder, denn ich habe die Kinder vom Landplatz hinten drin. Alle hinten drin. Und alle stellen sich an. Das bedeutet, oh Gott, dass mein Bus oft dreckig ist. Das heißt, ich habe Erfahrung mit Kindern. Oh. Wir sind tot. Ich will nochmal. Busparking 3D.
Hallo Kinder! Ich werde die Kinder vom Landplatz zur pädagogischen Hochschule! Wisst ihr, warum die Schule so heißt? Damit die sich schlau fühlen. So richtig schlau! Oh, wow, wow, wow! Busfahren war noch nie mein, also war schon immer meine Stärke, aber das ohne Kratzer an den Parkplatz bringen, das war noch nie meine Stärke. Sorry, meine Stimme war gerade weg. Warte kurz. Okay. Benny, ich muss ein Krankenhaus wissen und es ist sehr anstrengend mit dieser Opa-Stimme zu reden. Meine Frau parkt schon wieder so komisch. Sie kann sich auch nicht entscheiden, welchen Bus sie fahren will. Was ist das für eine Rampe? Warum ist die eine Rampe? Aber egal, ich habe euch ja gesagt, als Busfahrer seid ihr täglich neuen Herausforderungen gestellt. Und ihr müsst euch daran gewöhnen und schnell anpassen. Denn sonst geht ihr unter. Jetzt könnt ja plötzlich ein Drache aus dem Nix kommen. Und ihr müsst rückwärts einparken. Okay, Leute, rückwärts einparken. Meine Stimme ist lange weg. Okay. Guck mal, mein Bus hat nicht mal Fenster. Damit keiner weiß, wer sich hier drin schlägt. Guckt euch das an! In 2 Minuten 3000 Euro! Das kann nur ein Busfahrer der S-Klasse. Da hast du vollkommen recht, Niklas! Jetzt auf! Schön, dass der alles kommentiert, wie ich fahre! Halt die Fresse, ich fahre! Es tut mir leid, ich wollte sie nicht stören. Du störst! Es tut mir leid. Es ist aber mein YouTube-Channel und meine Aufnahme. Ja, halt die Fresse, jetzt ist mein Channel. Ich komme aus dem Landplatz, ich nehme hier alles, was mir gefällt. Halt die Fresse. Was willst du tun, mein Sohn? Hör auf zu kommentieren, was ich mache. Ich kann gut selber gucken. Guck, wie ich durch diese Ecken fahre. Das kann auch nicht jeder. Ohne Scheiben zu bekommen. Das machst du wunderbar. Immer schön WASD drücken, das ist auch sehr schwer. Ja, findest du? Das ist ja auch richtig problematisch. Oh, guck dich. Junge, das schafft doch nur ein Alien hier. So eine Kurve ist brutal. Immer neue Herausforderungen. Was ist das? Vollendung! Packe 10 mal ein! Die bezahlen mich auch gut! Klar packe ich ein! Was passiert jetzt? Busparking 3D! Next Level! Junge, alles geht kaputt bei mir! Du musst ja auch ein bisschen besser fahren. Du machst unseren Bus kaputt. Konzentrier dich. Bitte konzentrier dich. Ich konzentriere mich! Wenn ich meinen Bus dekorieren will, dekoriere ich. Was ist passiert? Busparking 3D! Geld. Was kann ich damit anfangen? Kann ich damit mir auch einen Bus kaufen? Die Leute von Landplatz haben so viele Ansprüche. Bei dem muss ja auch die Fahrkarte aus Gold sein. Und die Sitze aus Leder. Teuren Edelleder. Ich biete den Leuten oder den jungen Leuten auch Kaviar an während der Fahrt, damit die was zu essen haben.
gehe ich kaputt? Hallo? Wieso? Die Geschwindigkeit halte ich jetzt mal bei. Oder nicht? Der kriegt Schaden bei diesem Boden. Wir hatten den so uneben gebaut. Junge 62. Ich bin ja fast schon tot, wenn ich nur da bin. 49! Wir explodieren, Leute! Alle mal auf 37. Wir müssen ganz langsam fahren. Leute, ah, 22! Ich kann nicht hingucken, Leute, wir sind tot. Komm schon, 5! Aber ganz vorsichtig einpacken, ja? Ich will nicht, dass wir explodieren. Oh. Junge, Junge, Junge. Busparking 3D. Hallo, Kinder. Wo wollt ihr hin? Ins Rastiland. Oder... in den Disneyland! Okay, dann auf ins Disneyland! Ich bin Parkprofi! Ich kann das! Ich finde schon Parkplatz hier! Oh! Was ist das für ein Boden? Der ist so problematisch! Und kaputt! Wie kann ich drüber fahren, ohne Schaden zu erleiden? Das würde mich mal interessieren! Muss ich das langsam angehen? Egal! Machen wir einfach! Aber langsam bringt da auch nicht viel. Ah! Nee, seht ihr? 11 Schaden schon genommen. 4! Also 2 Schaden schon. Da! Ich mach nix, wir sind vergiftet, mein Bus ist tot, mein Bus ist vergiftet, wir müssen ins Krankenhaus, Leute, kaboom, wir sind tot. Guck mal, der hat dasselbe Auto wie wir, und jetzt hier rein nochmal, Randale. Gibt auch Options. Oh, hier kann ich Musik. Was ist Haus? Oh, nein! Warte, hier. Oh, guckt euch das an. Ich kann mir Büsse kaufen. Oh, und die sind dann besser, ist wahrscheinlich. Oh, guckt euch das an! Den hab ich! Und jetzt haben wir gleich den! Das ist doch schön! Kaufen! Junge! Busparking 3D! Oh, guckt euch das an, wie gut wir sind! Jetzt machen wir das! Guckt euch unsere neue Karte an! Los geht's! Ja, sauber! Guckt euch das an, wie wir hier rüberfahren. Ja, gut. Oh, ich will nochmal neu starten. Habt ihr gesehen? Wisst ihr, ich war mein Busfahrer! Auf meinem Platz und
Jetzt fahre ich so einen afrikanischen Bus. Die sind so Hügel gewohnt. Da gibt's nämlich nur drei. Junge, macht der Damage. Ich dachte, er sei besser. Der kriegt ja auch Damage. Wie kriegt er gar nicht? Leute, auf geht's! Was ist das für eine Rampe? Wollt ihr mich verkackeiern? Rückwärts einpacken! Das wäre fast nach hinten losgegangen. Zum Glück hat dieses Spiel 200 Bewertungen und der Entwickler hat 150 mal gut bewertet. Jo, Mann! So gut bin ich! 3.985 Euro. Okay, bin bereit! Wo müssen wir denn hin? Okay, versteh schon. Der Tag eines Busfahrers fängt mit dem Parkplatz an. Oh, wir gehen rüber in die Stadt. Alles klar. Kinder, ich fahre euch zum Eis essen. Ich gebe euch ein aus. Wer hat denn die Straßen so komisch gemacht? Ich weiß gar nicht, wie ich hier langfahren soll. Wo soll ich denn parken? Und die Straße ist so neblig. Ja! Direkt, aua, der ganze Motor ist im Arsch. Aber unser Praktikant, der Franz, der kann das reparieren. Der war mein Friseur, wisst ihr? Der hat doch schon Haare hinbekommen. Dann kriegt er auch ein Stück Blech wieder gerade gebogen. Oh, Leute! Es geht links, nee, es geht hier rum. Oh! Junge, habt ihr diese Kurve gesehen? Die war einfach schon göttlich. Ich bin doch voll drauf, hallo. Dieser Pfeil lügt. Jawohl! Professioneller Fahrer! Ich habe 10 Killer zum Parkplatz gefahren. Geil! Busparking 3D! Ja los Leute, wir gehen jetzt richtig Gummi! Es geht los! Wieso ist links Geld? Oh Gott! Alles ein bisschen problematisch hier. Wer baut denn Steine auf die Straße? Wer kam denn auf diese Idee, welche Bauarbeiter? War das der Herr Gicht? Ich bin mir ziemlich sicher. Der war das! Der macht das nicht öfters! Er hat auch einen Duschvorhang in meiner Dusche gebaut. Finde ich auch nur störend. Ich wollte das nicht. Das ist genauso wie mit dem Spiegel in mein Badezimmer. Ich wollte den nicht und trotzdem war der da. So viel Geld auf der Straße. Das werde ich dir nie wieder zurückgeben. Nein! Nicht sterben.
ganz langsam rein da. Hallo. Als ob. Als ob. Hallo. Bin doch wohl drin, du Hurensohn. Ja, wollt wohl sagen. Busparking 3D! Ein wunderschöner Morgen! Und ein wunderschöner Parcours von meiner Frau! Die kann nämlich nicht gut fahren, wisst ihr? Die packt da, wo es ihr passt! Und sie sagt, sie will jetzt hier parken, dann parkt ihr auch hier! Ohne Wenn und Aber! Die hat auch Geld verloren. Das ist unser wöchentliches Einkommen. Nein! 23 Damage. Oh, was passiert denn jetzt noch? Oh Gott! Meine Frau hat sich richtig ausgetobt hier. Mit der Start hat die Steine platziert auf dem Boden. Sterne sind gut, denke ich. Busparking 3D! Oh, eine Wand! Konzentration auf der Straße. Wir sind auf der A7 Richtung Lendplatz. Die hat ihre eigene Autobahn. Die führt auf ganz Deutschland. Wisst ihr, der Lendplatz ist nicht mit der Straße verbunden. Die Straße ist mit dem Lendplatz verbunden. Ganz wichtig! Lendplatz ist irgendwo in Österreich! Aber ich muss euch nicht sagen, auf dem Stadtplan ist sie rot gekennzeichnet! Rot steht für Gefahr! Vor allem die Familie Kocher! Die ist ganz, ganz übel drauf, du! Wenn du dich mit der anlegst, du lässt morgen nicht mehr! Alles Mafia-Boss, Leute! Da ist mein Parkplatz! Was haben wir gemacht? Sternsammler! Er hat 30 Sterne! Jawohl! So viel schon! Busparking 3D! Wie lange geht die Folge schon? Guckt euch das mal an. Guckt jetzt mitgucken. Hier ist OBS. 30 Minuten schon. Junge, Junge, das ist schon viel zu lange. Ich würde sagen, ich beende das hier. Und Link ist in der Beschreibung. Ich fahre heute nicht. Chef! Hallo? Was gibt's? Ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen. Du sitzt doch schon im Bus. Also, warum nicht zur Arbeit? Du fährst jetzt los und bringst die Kinder zur Schule. Wenn ich losfahre, fahre ich Kinder um. Ich will jetzt nach Hause. Okay.
dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, eine Kündigung. Suchen Sie sich einen neuen Job. Einen neuen Job! Ich wette, ich finde morgen ganz schnell einen neuen Job. Denn jeder möchte mich haben. Denn auf meinem Lebenslauf, neben meinem Bild, steht ganz groß, dass ich am Lendplatz arbeite. Dann weiß jeder, dass ich gut mit Stress umgehen kann. Und wenn ich sage, ich bin Busfahrer, dann weiß jeder, ich kann Auto fahren. Ja! Wir sehen uns wieder! Bis dann, ciao! Das leckt da! Tschüss! Seht ihr das Getreide bei mir im Bus? Ich hab Hunger auf Brot. Ich sehe tote Kinder.